Teil des Unbewussten ist ein Speicherbewusstsein. Und darin verankert sind unsere menschlichen Motive, die nichts mit unseren Charaktereigenschaften zu tun haben. Das sind zum Beispiel die Motive der Angst oder der Aggression, der Unsicherheit, aber auch Mut und Vertrauen, auch Liebe und Weisheit, Friedfertigkeit und diverse andere Gefühle. Ich nenne sie gern die seelischen Eigenschaften, zu denen auch unsere Talente gehören. Diese formen maßgeblich unseren Charakter und bestehen aus ca. 50 Begriffen. Das Problem dabei ist, unser Unbewusstes, unsere Seele, beherrscht nur einen Teil dieser ausdrucksstarken Motivationen. Und darunter leidet unsere Persönlichkeit. Wir sind unvollkommen. Aber wir sind auf dem Weg in die Vollkommenheit. Und das können wir ausnutzen. Zu diesen seelischen Komponenten haben wir noch unsere Charaktereigenschaften, die ein bestimmtes zusätzliches Profil bilden. Diese Kombination führt zu sinnvollen oder unsinnigen Verhaltensweisen. Und in diesen Verhaltensweisen ist unser karmisches Erbe begründet. Das heißt, wir bringen diese Verhaltensweisen mit. Das ist unser Erbe. Wir sehen also die Welt nur so, wie wir sie sehen können. Es ist die Summe dessen, wie wir unsere Auffassung nach der Welt, den Menschen und uns selbst sehen, und das prägt uns. Und das Kuriose dabei ist, ohne dass uns diese Prägung bewusst wird. Damit werden wir zu einem Automatismus, den wir nur schwer durchbrechen können, weil wir ihn gar nicht kennen. Das alles führt dazu, dass wir bestimmte Muster wiederholen. Sie wirken auf unsere Gegenwart ein und regeln zukünftige Ereignisse. Es ist eben unser Lebensstatus. Wir sind, wie wir sind. Das Problem dabei ist, unsere ganze Wahrnehmung beruht auf diese Prägung. Denn die Welt, wie wir sie sehen, wird geformt durch unsere persönlichen Eindrücke. Und so sehen wir die Welt und uns aus diesem Blickwinkel. Und unsere seelischen und charakterlichen Eigenschaften reagieren noch darauf. Und wir glauben, es richtig zu machen. Ich empfehle jeden immer wieder, sich selbst in Frage zu stellen. Oder die Frage zu stellen, kann ich mir über das Wahrgenommene wirklich wichtig sein? Sicher sein? Geben Sie sich die Möglichkeit, nochmals genau hinzuschauen. Denn eins ist richtig. Wenn die Wahrnehmung falsch ist, ist auch das Wahrgenommene falsch. Und besonders, wenn wir uns wünschen, mediale Fähigkeiten zu entwickeln, kommt es auf eine wirklichkeitsnahe Wahrnehmung an. Um die Wahrheit erkennen zu können, jene Wahrheit, die ungetrübt ist von unseren Prägungen, müssen wir zuerst lernen, zwischen der ungetrübten Wahrheit und dem Wahrgenommenen zu unterscheiden. Denn eins ist klar, wir können weder bereits vorhandene noch kommende Eindrücke auslöschen. Wir können uns den Eindrücken nicht entziehen. Doch was wir können, ist künftige Eindrücke anders zu definieren, indem wir uns öffnen und ganz bewusst das Gute einladen. Ich nenne es Gedankenhygiene, indem wir unsere Fähigkeiten schulen, heilsam zu fühlen, zu denken und zu handeln. Damit verankern wir diese Ausdrucksformen
in das Bewusste und das formt unser Unbewusstes. Je öfter wir es tun, desto kräftiger werden sie gedeihen. Wenn wir die Weisheit des Geistes anzöpfen wollen, müssen wir alles Extreme, alles Disharmonische hinter uns lassen, sonst funktioniert es nicht. Wie du deine Wünsche und Träume nutzen möchtest, hängt also von deiner Natur, deinem Unbewussten ab. Wenn dein Unbewusstes harmonisiert ist, werden gute Wünsche sich erfüllen. Also, ersetze das Schlechte durch das Gute in Gedanken, in der Sprache, in deinem gesamten Bewusstsein. Und das wird dich verändern. Zu den Säulen des Guten gehören Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Und diese Kräfte werden wieder gestützt durch Vertrauen, durch Bescheidenheit, Selbstachtung und vor allen Dingen Abwesenheit von Gier und Verblendung. Wir unterstützen und erreichen diese Säulen der inneren Kraft in der Meditation. Wenn es uns gelingt, Geistesruhe bei gleichzeitiger Wachheit zu erreichen. Ohne Wachheit keine Wahrnehmung. Wahrnehmen und den Verstand ruhen lassen, geht das überhaupt? Ja, es geht. Nur es muss erlernt werden. Besonders in der Meditation ist Wachheit im Ganzen notwendig. Denn was hier geschieht, wird zur Absicht. Und hieraus entspringt die Tat. Und aus dieser Tat wird Gewohnheit. Und die wiederum formt unseren Charakter. Und aus dem Charakter entsteht unser Schicksal. Einfach ausgedrückt, wenn wir uns Gutes tun, wenn wir aus der Güte, aus dem Mitgefühl und der Liebe das Leben angehen, dann entsteht aus der Unwissenheit Wissen. Nur wenn unsere Wahrnehmung von der Verbundenheit getragen wird, von dieser Verbundenheit des Guten, werden wir wahrhaftig und erkennen, was geschieht. In uns und um uns herum. Doch das bedeutet, dass wir uns sehr oft selbst in Frage stellen sollten. Und unsere Absichten auf den Grund gehen sollten, auch nicht die Augen verschließen vor dem, was wir sehen oder hören. Was uns dabei hilft, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist nichts anderes als Aufmerksamkeit. Eine Haltung von Gewahrsein mit respektvoller Betrachtung ohne Wertung. Nur erkennen, erforschen, akzeptieren und niemals beurteilen, das ist der Weg. Mit Achtsamkeit schulen wir maßgeblich unsere Beobachtungsgabe, schulen unsere Absichten. Führen wir das alles über einen längeren Zeitraum durch, wird sich unser Unbewusstes, unsere Seele, gleichsam bemühen, eine verkannte Ordnung zu entfalten. Erst dann, wenn Ruhe und Frieden in uns ist, ein Gleichklang zwischen bewusst und bewusst entstanden ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, mit dem Bewussten und dem Unbewussten gemeinsam das Überbewusste zu kontaktieren. Ohne Harmonie und Gleichklang von bewusst und unbewusst kann kein Dialog mit Geistwesen, mit Geistführern oder Engeln sich entfalten. Sind die Grundlagen erfüllt und ein Kontakt zeichnet sich ab, kommt wieder unser Gewahrsein in den Fokus. Am Anfang geht es darum, herauszufinden, welche Sinneseindrücke im Dialog werden genutzt?
Es gibt mehrere Wege der Kommunikation mit der geistigen Welt. Ein Hören ohne Hören, ein Sehen ohne Sehen, ein Wissen ohne zu wissen. Beginnen wir mit dem Hören. Unsere Seele, unser Freund und Helfer, vermittelt die Botschaften in unser Hörzentrum. In einem ganz bestimmten Teil unseres Hörzentrums. Wir hören dann etwas, ohne wirklich zu hören. Denn das, was wir hören, ist eine Modulation geistiger Information direkt in unser Herzzentrum, in dem normalerweise unser Hörnerv Übertragungen zum Hörzentrum schickt, Geräusche hinsendet. Wenn wir verbunden sind, ist das kein richtiges Hören. Die geistige Botschaft stimuliert auf einem anderen Weg, auf einer anderen Art und Weise unser Hörzentrum. Und das muss geübt werden. Das geht natürlich am besten in der Meditation, in einem stillen Raum. Am Anfang mag es vielleicht nur ein Flüstern sein. Erst wenn das Tagesbewusstsein akzeptiert, dass hier etwas anderes geschieht, erst dann, wenn Vertrauen entstanden ist, werden die Stimmen aus dem Geist deutlicher. Eins sollte klar sein: Wir können die Übertragung niemals erzwingen. Ganz ähnlich ist es auch mit dem Sehen, dem außersinnlichen Sehen. Auch hier werden aber jetzt bildhafte Botschaften überstellt in eine andere Region unseres Gehirns, in das Sehzentrum. Diese Übungen der Wahrnehmung sollten immer mit geschlossenen Augen geübt werden, damit keine Überlagerung durch äußere Sinnesreize entsteht. Doch einen Aspekt dürfen wir nie vergessen. Alle Botschaften, ob gehört oder gesehen, werden über unseren Wortschatz, über unser Wissen uns bewusst gemacht. Und es ist nie ausgeschlossen, dass unser Tagesbewusstsein mit all seinen Erfahrungen mitmischt und dadurch die Botschaft vermenschlicht. In den Erfahrungen, die wir in unserer Welt gemacht haben, das nimmt unser Bewusstsein auf, denn wir haben ein Speicherbewusstsein und passt das meistens an, unsere Erfahrung mit den Botschaften, die wir bekommen. Das muss erlernt werden. Erst wenn wir lernen, in eine tiefe Trance zu gehen, werden medial empfangene Einspielungen unverfälscht, werden zu klaren Botschaften. In der Trance ist unsere Wahrnehmung, unsere Achtsamkeit so weit ausgebremst, dass wir kaum noch Eindrücke aus unserem Leben mitbekommen. Für Botschaften aus dem Jenseits ist Trance für sich selbst ungeeignet. In der Heilung aber ideal. Wird aber derjenige, der in Trance geht, geleitet und in der Trance von anderen Personen befragt, können erstaunliche Dinge erlebt werden. Möglichkeiten, die wir mit unseren bisherigen Erfahrungen nicht für möglich halten. Ich habe das ein wenig nüchtern mit meinen Stichpunkten, die ich mir gemacht habe, vorgetragen, weil ich nichts außer Acht lassen wollte, denn es ist kein einfacher Weg, in die Medialität zu bekommen. Ich bin, glaube ich, ein sensitiver Mensch. Habe Einfühlungsvermögen und andere Fähigkeiten, so wie den siebten Sinn zu haben oder schon so ein bisschen außersinnliche Wahrnehmung gehabt zu haben. Trotzdem habe ich 7 Jahre gebraucht, bis ich einen Sprechkontakt zur geistigen Welt bekomme. Und ich habe jetzt, das werden Sie vielleicht aus meinem letzten Buch gesehen haben, das Buch heißt, ich möchte wissen, ob zu helfen. Ich habe 2 Geistführer. Der eine ist ja bekannt, die meisten kennen schon den Namen Oscar, der mir hilft bei allen möglichen Heilungen. Und dann habe ich noch einen Lehmann,
Das ist ein wahres, ja, das ist reinste Wissen. Dort kann ich also über physikalische oder chemische Dinge nachfragen. Ich kriege immer eine Antwort, aber immer angepasst an mein Wissen. Denn ich wurde mehrmals beschämt, wenn ich eine Frage gestellt habe, dann gesagt, dann lernt man noch was, guck mal, da gibt es bestimmt noch 2, 3 Bücher, die musst du erst mal studieren, bevor wir dir antworten, du wirst sowieso nicht verstehen. Du bist noch ein, hast noch ein halbes Bewusstsein oder wie er manchmal sagt, ein Teilbewusstsein. Damit können wir nichts anfangen, wir können dir nichts sagen. Ich wurde also mehrmals zurechtgewiesen, wenn ich um Wissensfragen bat. Das geht, ist was anderes bei der Heilung. Da bekomme ich dann die Information, ob wir heilen dürfen oder nicht. Das ist aber ein ganz anderer Weg. Da bin ich ja dann nur Kanal. Wenn ich mit Lehrern diskutiere, dann sagt er mir die Dinge, wie sie hier auf der Welt zu verstehen sind. Aber er sagt immer wieder, das, was wir aus der geistigen Welt bekommen, kann nur mit dem Wortschatz und dem Wissen gesagt werden, was wir haben. Denn wenn sie irgendwelche Begriffe uns sagen, von die wir nicht kennen, und wir sie ja nicht verstehen. Das heißt, sie nutzen unser Wortschatz, unser Wissen aus, um sich mitzuteilen. Das sollte man auch mal bedenken. Aber es gibt noch andere Schwierigkeiten, die sehr individuell sind. Das hängt wieder vom Menschentyp ab, wie man das in der Meditation herangeht, um diesen Kontakt zu bekommen. Da kann ich keine Allgemeingültigkeiten erklären. Ich hatte am Ende des Vortrags gesagt, dass da Möglichkeiten entstehen, wenn man in Trance ist, dass bisherige Erfahrungen nicht erklären können. Und ich hatte ja mal so ein schönes Erlebnis, wie Sie alle wissen, hatte ich ja mal eine Erkrankung mit einem Krankenhauskeim, den ich mir eingehandelt hatte. Und der war auch resistent, heilungsresistent. Also die Schulmedizin hat mich aufgegeben und gesagt, wir können nicht helfen. Und haben mich nach Hause geschickt. Und dieser Keim, der hat meine Lunge und mein Herz so zugesetzt, dass ich zum Schluss nur noch gut 30% Kapazität hatte in der Lunge, in der Atmung und Sauerstoffaufnahme und mit Herz und Blutversorgung. Ich hing also wirklich nur noch herum, konnte nicht mehr im Liegen schlafen, nur noch im Sessel. Und zu der Zeit kam Volker Finger mit seiner Frau mit einem zu Besuch nach Teneriffa. Und ich bat sie, er sollte mit mir mal eine Organsprachetherapie machen. Und da passierte etwas Erstaunliches, was ich noch nie erlebt habe. Wir waren 5 Personen in dem Raum. Denn als ich in eine Trance ging, geleitet wurde von Volker Finger, konnte ich plötzlich ganz normal sprechen, hatte keine Atemnot mehr. Ich habe vorher nur gehechelt. Mein Atem ging wirklich in einen Sekundenrhythmus. Jede Sekunde einen Atemzug, weil ich ja keinen Sauerstoff bekomme. So, und dementsprechend raste auch das Herz. Denn Atmung und Herz versuchen ja immer in einen Takt 1:4 zu kommen. Und ich war in Trance und plötzlich war ich ganz normal, bekam Luft, konnte reden, was vorher gar nicht so richtig ging, konnte Fragen beantworten und ich wurde eine gute Stunde Trance gehalten und wir konnten also vieles erfahren. Danach kam ich aus der Trance raus, war ich wieder komplett meine Atemnot. Also in der Trance passieren also Dinge und Kräfte. Wir sind dann verbunden mit der Vollkommenheit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ähnliche Dinge bei Heilern gesehen. Es ist unerklärlich, was daran gesehen ist, wenn man das erzählt, sagen wir, spinnt. Aber wir haben auf einer Ebene, wenn unser Tagesbewusstsein mit den Erinnerungen, wie die Welt sein sollte, nach unseren Meinungen, wenn das ausgeblendet ist, entstehen Dinge. Und nach dieser Sitzung haben wir beschlossen,
Nächsten Tag nochmal diese Sitzung machen. Wieder das gleiche Phänomen. Ich hatte immer noch meine Atemnot. Ich war ja noch lange nicht geheilt. Und wieder in Trance, zack, war wieder alles weg und ich konnte atmen. Und kam noch eins hinzu, da meldete sich dann noch Oskar, mein Geistführer, und sagt zu den anderen, ihr seid ja 5 Personen und ihr habt alle Probleme und deswegen mache ich für jeden jetzt eine Heilung. Dann habe ich noch als Schwerkranker für Heilung gesprochen für jeden Anwesenden, der dazugeschaut hat. Also das war kurios. Man kann also, wenn man die höchste Stufe erreicht hat, also über die Meditation hinaus in die Trance zu gehen, Dinge wahrnehmen und oder Dinge erreichen, die unverständlich sind. Und da gibt es natürlich auch Hinweise und Einspielungen von der geistigen Welt, die einem im Bewusstsein anheben und auch das Bewusstsein formen, sodass eine total veränderte Gesichtsweise über das Leben entsteht. Und ich bin sicher, dass diese Erlebnisse, die ich vor 3, 4 Jahren hatte, was ich da gelernt habe, das ist auch heute noch meine Fähigkeit. Denn ich bin jetzt mobiler als vor meiner Krankheit. Und das mit 87 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie es so geht. Denn ich arbeite wie ein junger Mensch, mindestens 40 Stunden die Woche. Solche Sitzungen mache ich hier, was wir heute machen, mache ich fast jeden zweiten Tag. Und Vorbereitungen, mache Dolmetscherarbeit zwischen in spirituellen Dingen und arbeite noch an einem System mit, was einige haben es ja nicht mitgehört am Anfang, als sie noch nicht drin waren. Ich arbeite bei einer Gesellschaft mit, die einen Human Design Club gegründet hat, eine neue Methode, die Selbsterkenntnis zu formen, bei sich und anderen. Und das ist ein unwahrscheinliches System, und da arbeite ich als Fachberater mit. Ja, das also mal zu meiner Tätigkeit und zu meiner Meinung, wie man vielleicht auch in den Genuss kommen kann, eine Selbstverwirklichung zu erlangen durch geistige Hilfe.